Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Produzieren wie ein Profi, wo wir mal wieder ein Mindset, oh mein Gott, hat er Mindset gesagt? Ja, er hat Mindset gesagt, ein Mindset-Thema besprechen. Und zwar die Frage danach, wie du es schaffst, mit deinen Tracks auch wirklich fertig zu werden. Also die Sache mit dem Export-Button, wo man das dann auch auf die Welt loslässt, an andere Menschen. Da habe ich einen echten Profi mitgebracht, der das schon seit über 10 Jahren mit Ableton macht und auch eben live seine Tracks performt mit Ableton. Und das ist unser lieber Servo Schamutzki. Grüß dich, Servo. Servus, grüß dich, Dennis. Ja, wollen wir mal gucken, was uns heute wieder das Gehirnchen so alles preisgibt. Jo, ich würde sagen, es sind 5 Punkte. So jedenfalls hat sich das in unserem Vorgespräch herausgestellt, dass wir 5 Tipps haben, wie man mit seinen Tracks auch wirklich fertig wird. Und den allerersten, den will ich mal gleich vorweg sagen. Und zwar fertig werden, fertig sein mit einem Track ist nichts weiter als deine persönliche Entscheidung. Das Ding ist nämlich dann fertig, wenn du sagst, dass das fertig ist. Die Entscheidung kann dir auch von außen keiner abnehmen, es sei denn, du arbeitest innerhalb eines Produzententeams oder du hast einen Produzenten, der hinter dir steht. Aber solange du der Produzent bist, ist das nämlich genau dein Job zu sagen, an dieser Stelle bin ich fertig. Jetzt wissen wir natürlich, dass das nicht so einfach ist, diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen kommen wir auch gleich schon zum zweiten Tipp, der da lautet, setz dir zeitliche Limits und keine inhaltlichen Limits. Servo, kannst du einmal beleuchten, was wir damit meinen? Genau, das heißt im Grunde genommen, dass wenn du dich an eine Produktion ransetzt und sagst, dann sag dir bitte oder schreib dir am besten im Kalender ein bestimmtes Datum auf, dass du sagst, pass auf, ich gebe mir jetzt irgendwie 5 Tage Zeit für diesen Track und dann will ich den fertig haben. Und ganz wichtig, auch die Uhrzeit. Schreib dir auch die Uhrzeit dazu. Das heißt, dass du um 17 Uhr zum Beispiel mit diesem Track fertig bist. Weil wenn du das machst, kommst du mehr ins Handeln und gibst dir selber auch einen Druck. Und in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass du, wenn du einen bestimmten Zeitdruck hast, dass du auch dementsprechend viel produktiver bist, weil du dann nicht so larifari damit umgehst. Das heißt, du sagst ja nicht so, ach na ja, was ich heute nicht kann, machen kann, das muss ich, kann ich am Morgen machen. Nein, du weißt ganz genau, dann und dann musst du fertig werden und die Uhrzeit, also ziehst du es auch durch. Und dann wirst du auch fertig mit dem Track. Und dann, das ist in den meisten Fällen so. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, ja, okay, ich setze mir kein zeitliches Limit, sondern der Track ist fertig, wenn der Sound so und so klingt. Ist das empfehlenswert oder ist das problematisch? Das ist das größte Problem, was man sich setzen kann, weil dann wird man nie fertig. Weil mit dem Sound ist man eigentlich nie zufrieden, weil der Sound, der Endsound, das macht eh der Mastering Engineer. Der kann noch mal was rausholen. Und das wirst du in der normalen Produktion auch gar nicht hinkriegen. Dafür braucht man so einen Mastering Engineer, weil er das noch mal mit anderen Ohren und nicht mit deinen eigenen Ohren hört und viel, viel mehr Details nochmal raushören kann und dann nochmal verbessern kann. Das heißt, setz dir nicht ein Limit irgendwie von wegen, wenn der Sound so und so ist, dann bin ich fertig. Nein, bringt nichts. Das machen andere dann für dich. Alles klar. Also, erster Tipp ist, fertig sein ist eine Entscheidung. Zweiter Tipp ist, Sound, du entscheidest das selber. Und dritter Tipp ist, du setzt dir zeitliche Limits, aber keine inhaltlichen Limits. Und das ist auch eng verknüpft mit dem 4. Tipp. Und zwar für diese Verbindlichkeit in dem Thema. Such dir eine starke Community von Gleichgesinnten. Denn in einer Community ist es viel leichter, sich auch mal einen freundschaftlichen Arschtritt zu geben. Ja? Also zum Beispiel bei uns in der Masterclass, da spielen wir regelmäßig, gerade auch vor Veröffentlichung, wir veröffentlichen da wirklich Compilations auf Spotify und Amazon und so weiter, und da spielen wir vorher gerne das Spiel Commitment oder Kuchen, ja, um diese Verbindlichkeit, dieses Fertigwerden zu provozieren, dass wir sagen, so pass auf, dein Track ist doch schon zur Hälfte fertig, sag mal, wenn du dich da jetzt ransetzen würdest, was glaubst du, wie lange brauchst du, damit er fertig ist? Ja, bis zum Wochenende, so, okay, was meinst du jetzt genau? Ja, Sonntag, ja, wie viel Uhr? Ja, 23 Uhr, ja, alles klar. Okay, dann machen wir das so. Dein Commitment ist, bis Sonntag 23 Uhr den Song zu liefern. Und wenn du das nicht machst, dann musst du halt für uns alle Kuchen backen. Ja? Heute, ungelogen, wo wir dieses YouTube-Video drehen, ist Kuchen von Heiko aus Norderney bei mir angekommen, weil Heiko seinen Track nicht fertig gemacht hat. Aber er wird es beim nächsten Mal machen. Das ist die Power einer starken Community. Insofern mach dir vielleicht auch Gedanken, ob unsere Masterclass oder unsere Premium-Kurse vielleicht genau das Richtige für dich sind, um genau diesen Effekt in deiner Produktion herzustellen. Ja, und der nächste und auch schon letzte Tipp von unserer Seite aus ist,
was heißt denn da überhaupt fertig? Weil wir produzieren ja alle mit dem Computer. Und Servo, was meinst? Theoretisch könnten wir doch heute etwas fertig nennen und in 5 Jahren oder in 10 Jahren das Projekt nochmal aufmachen und sagen, Mensch, heute weiß ich eh alles besser, ich fasse es nochmal neu an. Oder ist das ein Problem? Nö, ne? Nö, genau das machen ja sogar viele alte Rockbands, dass sie einfach nochmal ein Remake machen von ihren alten Songs oder dass man mittlerweile auch von vielen House-Tracks, die in den 2000er rumgekommen sind, jetzt neue Remixe kommen, entweder vom gleichen Interpreten oder von anderen und es neu auflegen. Also es gibt immer wieder eine Möglichkeit, dass du deine Tracks, die du machst, jetzt rausbringst und später halt nochmal rausbringst als in einer anderen Version. Von daher wird ein Song in Anführungsstrichen eigentlich nie fertig, weil sich die Zeiten natürlich auch ändern. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber wenn man mal ehrlich ist, ich kenne verschiedene Künstler da draußen, die machen eigentlich seit Jahrzehnten nichts anderes, als immer den gleichen Song wieder neu rauszubringen, unter anderem Namen. Ja, genau, genau. Ja. So geht's auch. So geht's auch. Also, und ja, zum Schluss dieses Videos haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich. Wenn du denkst, dass solche Gedanken für dich als Produzent und als Ableton-User hilfreich sind, Servo und ich haben uns die Mühe gemacht, ein sehr hochwertiges, 4-teiliges Online-Training für Ableton Live Musikproduzenten aufzusetzen. Das Ganze ist kostenlos und nennt sich Warm-Up. Und wir zeigen dir da professionelle Workflows, wir zeigen dir, welche Versionen von Ableton es gibt, für wen welche Version geeignet ist. Wir zeigen dir, welche Controller es gibt, für wen welcher Controller geeignet ist. Wir gehen das ganze Thema Ableton Live Musikproduktion, Dance, Music Production in 4 hochwertigen Videotrainings durch. Da kannst du dich jetzt für anmelden. Unterhalb des Videos im Beschreibungstext findest du den Link zu unserer Webseite music-tutorials.com. Das ist unsere Plattform, unsere Webseite. Da läuft auch unsere Academy, wo wir unsere Kurse drauf haben. Und da kannst du dich einfach anmelden. Und dann sehen wir uns schon bald auf der anderen Seite in Warm-Up und da freue ich mich recht herzlich drauf. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.